Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von der OneX2Go.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und letzte Woche gewann Lotta Boff, da gewann er das Listenrennen. Ja, das war ein Rennen über 3000 Meter. Ich hoffe, da konnten Sie den einen oder anderen Euro mitnehmen. Diese Woche geht es wieder nach Galopp Deutschland. Wir gehen am Samstag nach Dresden, am Sonntag nach Hannover und dann natürlich zum Hauptereignis der Prix de Diane, das französische Stutenderby in Chantilly. Aber zunächst gehen wir am Samstag nach Dresden in das Auktionsrennen über 1200 Meter, also über die Sprinterdistanz. Und hier haben wir ein gutes Feld zusammenbekommen. Power Daddy war bis jetzt zweimal platziert in Auktionsrennen. Der Sieg fehlt noch, den könnte er sich heute holen. Gewann sein Jahresdebüt in Hannover, das heißt, er ist auch nicht mehr sieglos. Und die Distanz heute scheint aber etwas kurz für ihn, also er geht deutlich in der Distanz zurück. Look at me war nur 1,5 Längen hinter Habana zurück, die ja die deutschen Guineas gewann. Das war über die Meile in Mailand aber im letzten Jahr. Da war Look at me vierte über 1200 Meter, also die Distanz sollte sie doch können. El Rubio, noch interessanter aus dem Stall von Blume, gewann zuletzt sehr überlegen Hannover und er kann den Favoriten gefährlich werden. Ja, Power Daddy muss einiges an Gewicht geben hier und er muss Look at me sage und schreibe 5 Kilo geben. El Rubio ist die große Unbekannte in diesem Rennen, aber Look at me aus dem Stall von Andrea Suburic darf dieses Rennen eigentlich nicht verlieren. Deswegen für mich Look at me ein guter Tipp hier am Samstag im Auktionsrennen in Dresden. Dann geht es weiter zum nächsten Rennen am Sonntag nach Hannover in den großen Preis der VGH Versicherung. Ein Listenrennen über 1400 Meter. Ja, ein kleines, feines Feld ist hier zusammengekommen. Favorit, der könnte aus dem Stall von Andreas Wühler kommen, bei dem es gerade richtig läuft. Hat jetzt hier schon 2 Derby-Starter hier, die kurz stehen auf den Wettmärkten. Also bei Andreas Wühler, da läuft es richtig gut. Danielo, der muss aber ganz schön federn lassen, zuletzt in Frankreich. Vielleicht läuft es in Hannover besser, auf dieser Bahn war er schon zweimal Zweiter. Spring Promise aus dem Stall Godolphin, aus dem Pantal-Quartier, gewann in Hannover sehr, sehr gut. Man spricht eigentlich sehr wenig gegen die Stute, die kamen ursprünglich aus England. Die Gegner aber sind stärker als zuletzt in Hannover. Jason, auch noch zu erwähnen, wird auch gutes Geld geben auf Jason, mag die Bahn, also den sollte man nicht unterschätzen. War auch schon Zweiter zu ganz hohen Odds im Listenrennen in Hannover. Also der ist auch gefährlich, 2 Starts in diesem Jahr gehabt, Jason sollten Sie auf jeden Fall beachten. Aber für mich, der Sieger hier wird Sarasto sein. Das ist der Stall Lucky Owner hier, der das Pferd hier an den Start bringt. Waldemar Hicks hier, der Trainer, 81 GRG, das ist zwar deutlich hinter Danielo und Co., aber der gute Sarasto hat gute Leistungen gezeigt, gewann jüngst in Köln gegen gute Pferde. Auf dieser Distanz gewann er auch in Baden-Baden. Also Sarasto hier, ein Dreijähriger, der auf jeden Fall den älteren Pferden gefährlich sein könnte, kriegt natürlich auch deutlich an Gewicht, 4 Kilo an der Zahl kriegt der Dreijährige. Also für mich Sarasto hier mein Tipp hier, der Außenseiter. Da gibt es gutes Geld im großen Preis der VGH-Versicherung am Sonntag in Hannover. Und dann geht es weiter nach Chantilly, der Prix de Diane, 1 Million Euro Rotation, 2100 Meter. Ja, und hier ist es ein Topfeld zusammengekommen. Es gibt keine klare Favoritin, aber natürlich hier welche, die kurz stehen werden. Das ist unter anderem Pence du Jour aus dem Stall von André Fabre, hat nun 3-mal sehr überlegen gewonnen, hat sogar über die Sandbahn gewonnen. Und bis jetzt konnte der Camelot-Tochter keiner das Wasser reichen. Also Pence du Jour, ein Top-Pferd hier in der Prix de Diane. Jana Roos gewann zuletzt in Gruppe 1 auf schwerem Boden, davor auf weicher Bahn. Aber am Wochenende in Chantilly wird der Boden gut werden. Nicht sicher, ob Jana Roos auch das kann. Blue Rose Sen, auch hier ebenfalls 2-mal auf weichem und schweren Boden gewonnen, unter anderem zuletzt die Guineas. Der ist auch noch nie weiter als 1600 Meter gelaufen, die Stute. Und da müssen wir erstmal sehen, ob diese 2100 Meter passen. Aber das Pferd wird sicherlich auch stark gewettet werden. Das gilt auch für die Stute aus England. Das ist Running Line, die jetzt 4-mal hintereinander gewann und hier erste Chancen hat. Und Gosten, der weiß ganz genau, wie man hier den Prix de Diane in Frankreich gewinnt. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Deswegen für mich auch Running Line hier einer der Favoriten. Ja, die Deutschen haben hier Lady Evelina und Romina Power am Start. Die greift natürlich nach den Sternen. Den beiden kann man natürlich alles
alles Gute wünschen. Wöhler und der gute Michael Figge sind aber stallmäßig in absoluter Topform. Deswegen hier an der Stallform wird es nicht liegen. Für mich aber der Sieger oder besser gesagt die Siegerin, das ist Pensée du Jour aus dem Stall von André Fabre. Die hat mich so überzeugt, dreimal. Also da bin ich mal gespannt. Das ist natürlich ihr stärkstes Rennen, hat auch kein Gruppe 1-Sieg wie zum Beispiel Blue Rose Sen. Aber die letzten drei Starts sahen alle top aus und für mich ist sie ein absoluter Crack. Pensée du Jour, mein Tipp für Sie am Sonntag in der Prix de Liane in Chantilly. Ja, das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche Ihnen natürlich ganz viel Glück am Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dann, machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!